Hallo zusammen, es ist wieder alles soweit. An einem Sonntag NBA zur Primetime in Deutschland. Heute geht es 19 Uhr los mit den Indiana Pacers gegen die Toronto Raptors. Wir schauen uns in diesem Video an die aktuelle Tabelle, Situation in der NBA und natürlich die Spiele von heute auf morgen Nacht. Oddspedia, the Sports Betting Community. Voller Kalender, deshalb geht's jetzt mal gleich los. Ich habe hier die Tabelle mal mitgebracht. Im Westen, was ist da passiert? Die Los Angeles Lakers sind immer noch auf Position 1, ich glaube, so geht's. Die Jazz mittlerweile auf die 2 vorgestoßen, das zweite Team aus Los Angeles, die Clippers, auf Position 3. Da haben wir schon den ersten kleinen Abfall. Die Portland Trailblazers, die ja nicht ganz so gut gestartet sind, mittlerweile auf der 4, genauso die Nuggets. Letzte Woche noch außerhalb der Playoff-Plätze, aber jetzt auch die meisten Teams, 15 Spiele so rumgespielt, auf einem souveränen 5. Platz. Die Grizzlies mit 5 Siegen in Folge auf der 6, Suns etwas abgestürzt, Mavs ungefähr gleich geblieben. Und dann geht es weiter mit Warriors, Spurs noch auf 50%. Und wer ist hinten? Die Minnesota Timberwolves, wie eigentlich schon in der letzten Saison, und auch die New Orleans Pelicans haben nicht wirklich überzeugen können in der bisherigen Saison. Und ich würde mal vermuten, dass bei den 3 Teams, die unten stehen, die Kings noch dazu, die werden auch unten bleiben. Wahrscheinlich noch die Thunder dazu, aber Houston, ich glaube, die werden eher um Platz 8 bis 10 dabei sein. Schauen wir mal, es tut sich auf jeden Fall einiges. Es gibt viele, in Anführungsstrichen, verrückte Ergebnisse. Die Pandemie, Corona hat auch die NBA weiterhin fest im Griff. Wir haben diverse Ausfälle von Spielen. Wir haben Teams, die teilweise keine 8 Leute zusammenbekommen. Und ja, dementsprechend ist jedes Spiel eigentlich so ein bisschen so fast mit einem Würfel zu entscheiden. Also es ist ganz, ganz schwierig im Vorfeld die NBA zu tippen, und ich würde es auch ehrlich gesagt niemandem empfehlen, sondern wer NBA tippt, sollte vielleicht bis kurz vor Spielbeginn warten, wer aufläuft und wer nicht. Wir hatten das auch letzte Woche, wo am Sonntag die Boston Celtics gerade mal 75 Punkte gegen die New York Knicks erzielt haben und diverse Spieler noch kurzfristig ausgefallen sind. Was gibt es Neues im Osten? Ganz spannend, die 76ers sind wieder auf der 1. Bevor ihr halbes oder dreiviertel Team wegen den, sie müssen ja nicht mal unbedingt Corona haben, aber sie müssen einfach nur wegen den Safety Protocols in Quarantäne sein. Sie haben ja wirklich zu 2 oder 3 Spielen entweder gerade mal so 8 Spieler zusammenbekommen oder nicht mal das. Deshalb wurden Spiele verlegt, unter anderem gegen Oklahoma. Trotzdem haben sie sich davon wiederholt mit 3 Siegen in Folge jetzt auf der 1. Überraschend, die 2, die Indiana Pacers, die sehen wir jetzt auch gleich gegen die Toronto Raptors, die mit genau dem entgegengesetzten Rekord außerhalb der Playoff-Plätze liegen. 6 Niederlagen stehen 9 Siegen gegenüber bei Indiana, und bei Toronto ist es genau andersrum. Was gibt es sonst noch? Boston mit 3 Niederlagen in Serie, sie spielen auch sehr, sehr dezimiert. Eine positive Überraschung auf der 6, die Cleveland Cavaliers, obwohl Kevin Love noch nicht eingesetzt wurde in der Saison, bis auf ein Spiel, da 10 Minuten, fällt er verletzt aus. Machen die Cavaliers tatsächlich Spaß? Wer hätte das vor der Saison gedacht? Jetzt mit 2 Siegen in Folge gegen Brooklyn, die ja die neuen Big 3 haben, mit James Harden, mit Kevin Durant und Kyrie Irving, der wieder zurück ist, nachdem er sich mal eine Auszeit gegönnt hat und dafür auch eine gute Million, glaube ich, an Gehalt bzw. in Strafen liegen gelassen hat. Was gibt es sonst noch? New York nach schwachem Start mit 5 Siegen, 5 Niederlagen in den letzten 10 Spielen, spielen sehr gute Defensive, spielen unter Tim Thibodeau, dem neuen Trainer, wirklich mit Einsatz, sieht ganz gut aus. Und was fällt uns noch hinten auf? Die Wizards, enttäuschend bisher mit 3 Siegen, 8 Niederlagen. Pistons 3 Siege, 13 Niederlagen. Auch hier der Unterschied wieder ist, einige Washington-Spiele sind bisher ausgefallen. Und Miami, der letztjährige Finalist und Meister im Osten in den Playoff mit 6 Siegen, 9 Niederlagen, gleich auf mit den Raptors, sicherlich hinter den Erwartungen. Bevor wir jetzt das erste Spiel anschauen, habe ich euch noch kurz die Season Stats Leaders mitgebracht. Wir sehen Bradley Beal mit knapp 35 Punkten,
führt er vor Kevin Durant, 31 Punkte. Man hat gar nicht gemerkt, dass der Junge jetzt ein ganzes Jahr ausgefallen ist. Wahnsinn. Lillard mit 28 Punkten und auch stark bei den Assists. Curry auch wieder zurück, 28 Punkte, genauso wie Joel Embiid. Bei den Cavaliers, der letztes Jahr im Trade gekommene Andre Drummond führt die Rebound-Statistik an mit 15 Rebounds. Clint Capella, 14,5, ist auch wieder nach langer Verletzung wieder zurück, hat sogar ein Triple-Double aufgelegt mit über 10 Blocks, Rebounds und Punkten. Gobert, wie immer, oben dabei bei den Rebounds und Domantas Sabonis spielt auch eine bärenstarke Saison. Bei den Assists sehen wir James Harden mit 11 im Schnitt und führend bei den Blocks 4. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz, aber mir ist aufgefallen, dass da diverse Spieler gefehlt haben. Zum Beispiel Russell Westbrook hat auch über 11 Assists, aber ich glaube, um bei diesen Stats Leaders dabei zu sein, musst du mindestens die Hälfte der Spiele gespielt haben oder mindestens 10 Spiele, irgendwas. Aber darum geht's nicht. Es geht jetzt um die Indiana Pacers gegen die Toronto Raptors. Was gibt's hier Neues? Die Indiana Pacers spielen eine gute Saison, haben wir gerade schon gesehen, momentan auf Platz 2. Sie haben ja einen neuen Trainer. Wir sehen es ja auch bei den News. Könnt ihr auch auf Wikipedia immer ganz coole News zu den Spielen euch anschauen. Sie haben Nate McMillan gefeuert letztes Jahr nach dem enttäuschenden Playoff aus gegen die Miami Heat. Und der neue Bjornberg heißt er, glaube ich, kommt gerade von Toronto, war da Assistant Coach und ist jetzt das erste Mal Head Coach. Und er kommt sehr gut an bei den Spielern, die Resultate passen. Man sollte aber nicht vergessen, dass Indiana auch in den letzten Jahren in den Regular Seasons sehr, sehr gut dabei war. Also die Bilanz ist derzeit keine allzu große Überraschung. Sie müssen zwar auf TJ Warren verzichten, verletzungsbedingt. Der hat ja auch starke Performances hingelegt letztes Jahr. Haben jetzt auch Oladipo getradet nach Houston und der Neuzugang LeVert ist ja nicht dabei, weil er einen Klumpen an der Niere hat. Sie wissen jetzt noch nicht, ob das Krebs oder ein Tumor ist, da muss man mal gucken, was das Ganze ist. Auf jeden Fall, was will ich sagen? Sie haben ein richtig gutes Regular Season Team und ich glaube, der extra Punkt fehlt gerade in den Playoffs. Da sind sie dann doch zu leicht ausrechenbar. Mal schauen, wie sich das jetzt unter dem neuen Trainer entwickelt. Die Spieler scheinen laut Interviews auf jeden Fall begeistert davon zu sein. Die Raptors, was ist mit denen los? Sie sind ja nach der Meisterschaft von vor 2 Jahren oder von letztem Jahr eigentlich auch sehr stark letztes Jahr in den Playoffs gewesen, also dieses Jahr, haben Kawhi Leonard den Abgang sehr gut kompensiert, haben jetzt in der Offseason auch nochmal ein paar Spieler verloren, natürlich auch verpflichtet, aber mit Ibaka und Gasol sind eigentlich zwei Big Man Stützen den Raptors weggebrochen. Aber was ich glaube noch hier viel wichtiger sehe, die spielen nicht mehr daheim. Also Toronto macht ja seine Heimspiele derzeit in Tampa Bay wegen den Reiserestriktionen. Und da muss man sich schon überlegen, was hat das für Auswirkungen, gerade auf die Psyche der Spieler. Die werden jetzt nicht alle verheiratet sein mit Kindern und so weiter und werden vom NBA-Zirkus auch gewohnt sein, viel zu reisen und nicht wirklich oft daheim zu sein. Ich glaube aber schon, dass das eine große Belastung gerade für jemanden vielleicht ist wie Kyle Lowry, der da 2 Kinder hat, soweit ich weiß, sieht seine Familie sehr selten. Vielleicht haben sie es auch teilweise mitgenommen, aber du willst ja auch die Kinder nicht unbedingt aus ihrem gewohnten Umfeld reißen. Also eine komische Situation für Toronto. Hoffen wir mal, dass das alles bald mit den Impfung besiegt ist, dass es keine Travel Bans mehr gibt und Toronto wieder daheim spielen kann in Kanada. Jetzt auf jeden Fall in den letzten 5 Spielen seht ihr hier schon 4 Siege und damit fange ich jetzt auch an mit den ersten Ideen zu diesem Spiel. Sie sind im Kommen, hatten einen schwachen Start, VanVleet spielt gut, Indiana hat zwar auch in den letzten 5 Spielen nur 2 verloren. Jetzt haben sie aber auch beim letzten Spiel mit einem in der Overtime gegen Orlando nur knapp gewonnen. Malcolm Brogdon 2 Sekunden vor Schluss den Dreier zur 120-118 Führung, die dann letztendlich auch Bestand gehalten hat.
Also die Pacers haben ein bisschen auch profitiert in der Anfangsphase von einem leichten Schedule. Die Raptors, glaube ich, haben mehr Probleme, mit den neuen Bedingungen klarzukommen. Von daher denke ich, dass Toronto das bessere Team ist. Siakam hat jetzt ein bisschen besser wieder gespielt in den letzten Spielen. Powell war zweimal Topscorer, den mag ich ja persönlich sehr gern und ich glaube, dass der noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat. Lowry ist Day-to-Day, da ist die Frage, wird er heute spielen, aber auch Fred VanVleet, tatsächlich der Topscorer derzeit bei Toronto, erfüllt die Erwartungen, die nach seinem größeren Vertrag in ihn gesetzt worden sind. Also ich finde, Toronto ist in der Breite besser bestückt als Indiana und die Pacers mit Sabonis haben sie natürlich einen All-Star in den Reihen mit Brockton, der starke Punkte und Assists auflegt, ich glaube 22,8 oder so. Also ist schon ein harmonisches Team, beide machen Spaß. In dem Fall würde ich aber tatsächlich den Toronto Raptors die Favoritenrolle zusprechen und das Ganze dann vielleicht bei einem knappen Spiel noch mit einem plus 1,5 oder plus 2 absichern. Kann man mal machen, wenn man glaubt, dass das bis zum Ende hin knapp wird. Wie am Anfang gerade schon gesagt, ihr müsst halt unbedingt aufpassen, wenn ihr auf die NBA setzt. Wartet bis zum Ende. Da passiert leider so viel, was komplett die Aufstellung und dementsprechend dann auch die potenziellen Spielergebnisse durcheinanderwirbeln kann. 219 Punkte ungefähr die Line. Würde ich tatsächlich denken, dass wir hier ein defensiv orientiertes Spiel sehen. Beide Mannschaften haben diese Saison noch nicht gegeneinander gespielt. Insgesamt 16 Siege bei Toronto, 6 bei Indiana, bei den 22 vergleichen. Also ich glaube, wir werden ein defensivlastiges Spiel sehen. Unter 220 Punkte kann man mal sich überlegen, gerade auch wenn es Ausfälle gibt, umso besser. Die Los Angeles Clippers haben 5 Spiele in Folge gewonnen bei Oklahoma. Die haben wieder mehr Punkte, mehr Siege erzielt, wie man erwarten hätte können mit dem Kader. Sind hier krasse Außenseiter. Dementsprechend schauen wir uns auch gleich die Line an. Beide Mannschaften haben jetzt auch gerade gegeneinander gespielt und zwar gestern Nacht. Und die Clippers haben hier deutlich gewonnen. Wir sehen eigentlich mit einem 14-Punkten-Vorsprung, hat alles sich schon im ersten Viertel ereignet. Jetzt ist es so, wir wissen Bescheid, dass LA ganz gerne Minute-Management macht, also Time-Management, seine Stars ein bisschen schont. Diese Saison vielleicht weniger als letztes Jahr, hat der Coach Ty Lue schon gesagt. Aber sie werden es trotzdem machen, allein schon, damit sie möglichst lange gesund durch die Saison kommen. Die Quote eine 8 auf Oklahoma hat sogar ein bisschen Value. Man beobachtet das relativ häufig bei der NBA, dass zwei Mannschaften direkt hintereinander gegeneinander spielen und erst gewinnt das eine Team hoch und dann das andere. Hier glaube ich nicht, dass Oklahoma gewinnen wird, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich zweimal so abschießen lassen. Wir haben jetzt auch gerade gesehen, 3 Viertel mitgehalten. Muss nicht unbedingt was heißen, wenn du das erste Viertel schon so weit hinten bist, aber es könnte ein Indiz sein. Jetzt schauen wir uns dementsprechend mal die Line an. Und wenn ich hier die Line spielen würde, minus 13 Punkte, würde ich niemals gehen auf die Clippers, die aus meiner Sicht auch nicht so gut performen, wie sie jetzt gerade sind in der Liga. Warum? Sie haben 5 bzw. sogar 6 Siege in Folge geholt, aber das war zweimal gegen die Sacramento Kings, dann gegen die Oklahoma City Thunder, dann noch gegen New Orleans und gegen die Pacers. Also jetzt nicht unbedingt gegen das Top-Ensemble der NBA. Und die Spiele, die ich bisher von den Clippers gesehen habe, haben mir nicht so gefallen. Gerade der Spielaufbau wirkt ein bisschen unstrukturiert. Ich glaube, dass LA noch nicht da ist, wo sie vielleicht am Ende der Saison sein werden. Weit oben und als Titelfavorit. Und dementsprechend denke ich, dass es so eine kleine Rache geben wird von den Kollegen aus Oklahoma und würde sagen, hier Thunder plus 13 ist der interessantere Pick. Bei den Bucks gegen den Hawks ist es auch spannend. Wir haben die Tabelle gerade gesehen. Milwaukee ist natürlich wieder oben dabei. Jetzt haben sie 2 Spiele in Folge verloren. Beide Spiele gegen die Top-Teams in der NBA, zumindest vom Kader her, also eine knappe Niederlage gegen die Brooklyn Nets und eine etwas deutlichere Niederlage, trotzdem aber nicht allzu hoch, gegen die LA Lakers.
kann passieren. Ich glaube, jetzt kommen die Hawks, die für die es jetzt auch nicht vielleicht so gut läuft, wie man es am Anfang der Saison erwarten hätte können, genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie haben zwar 3 Siege in Folge, aber auch hier muss man in Relation setzen. Das ist zweimal die Minnesota Timberwolves ganz unten im Westen und der dritte Sieg war dann gegen die Detroit Pistons, das schlechteste Team derzeit im Osten. Die Milwaukee Bucks sind das Team, das eigentlich in den letzten Jahren immer den höchsten Vorsprung hatte zwischen bei seinen Siegen, also im Schnitt plus 10, 12 Punkte Vorsprung. Liegt daran, dass die Bucks ein recht tiefes Team haben, auch Spieler von der Bank, die dann nochmal nicht unbedingt gegen Top-Teams zulegen können, aber die Welle fortsetzen können. Und dementsprechend vermute ich hier, dass es einen hohen Sieg der Milwaukee Bucks geben wird. Und deshalb würde ich hier alle Spreads bis zu 10 Punkte spielen. Finde ich ganz interessant. Die Line bei minus 7, da hätte ich jetzt gar keine Bauchschmerzen mit. Also auch hier gilt wieder, deshalb wird es jetzt nicht so konkrete Tipps von mir geben. Ich muss auch sagen, ich würde selber jetzt nicht tippen, beziehungsweise halt wie gesagt bis zum Spielbeginn abwarten. Alles andere, da kann man das Geld eigentlich gleich aus dem Fenster rausschmeißen. Aber vom Vorfeld her gesehen, minus 7 auf die Milwaukee Bucks, auf jeden Fall eine faire Nummer. Das schreibe ich mir auch ganz kurz einmal auf. Weiter geht's dann mit den Orlando Magic, die gegen die Charlotte Hornets spielen. Beide nur mit einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. Charlotte finde ich besonders schade, denn die haben sich ja ordentlich aufgerüstet, unter anderem mit Hayward haben sie jetzt, dann haben sie Ball geholt, klar als Rookie, der mal hopp, mal top ist, aber ich glaube insgesamt können sie mit diesem Pick sehr zufrieden sein. Die Magic, weiß ich nicht, da habe ich jetzt auch bisher 2 Spiele gesehen. Sie spielen so wie eigentlich die letzten Jahre. Vucevic, unglaublich guter Spieler, ein bisschen unterschätzt, auch wenn er All-Star ist. Aber wenn er gut ist, dann läuft's. Vom Rest kommt aber nicht ganz so viel. Deshalb finde ich auch hier Charlotte ein bisschen spannender tatsächlich. Ist eine 50-50-Sache, wie die Quoten ungefähr hergeben. Eigentlich Finger weg von. Die Sympathie ist für mich der ausschlaggebende Punkt, warum ich mal hoffen würde, dass Charlotte jetzt ein paar Spiele gewinnt und sich da oben festsetzen würde. Kein Tipp hier bei dem Spiel. Und auch die Overpunkte, da sind wir wieder bei ungefähr 215. Könnte man mal machen, aber eher die Hände weg. Bei den Boston Celtics haben wir 3 Niederlagen in Folge, während die Cavaliers mit 3 Siegen in Folge kommen. Die Quotenverteilung trotzdem klar, Boston an sich der Favorit. Jetzt muss man aber auch hier schauen, wer fällt alles aus. Und auf dem Injury Report, den ich bisher gesehen habe, da war unter anderem Tatum definitiv draußen, Brown Day-to-Day, Tice Day-to-Day. Der Rookie Pritchard ist jetzt nicht so wichtig, aber auch Day-to-Day. Und die Cavaliers, die wirklich jetzt tolle Spiele auch gewonnen haben, 2-mal in Folge gegen die Brooklyn Nets, das musst du auch erstmal schaffen. Andre Drummond hat eine starke Saison, wir haben gerade schon gesehen, Rebound-Leader mit 15 Rebounds per Game und da kommen noch hinzu 19 Punkte. Also Cleveland macht mehr Spaß als erwartet und auch hier könnte man, ich glaube nicht, dass Cleveland das gewinnt, aber ich denke so Cavaliers plus 9 nach den letzten Partien ist definitiv eine Überlegung wert. Würde ich auch eher anspielen als Boston. Die müssten mal wieder alle fit sein, die müssen wieder alle auflaufen. Haben jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben letzten Sonntag auch diese Katastrophe in oder gegen New York gesehen, wo sie ja wirklich nur 75 Punkte gemacht haben. Das wird sich schnell wieder drehen, wenn Tatum spielt, wenn alle wieder fit sind. Aber momentan eher mit der Welle der Cleveland Cavaliers reiten und hier diese plus 9 vielleicht mitnehmen. San Antonio Spurs gegen die Wizards. Ich habe hier mal einen Injury Report von den Wizards für euch. Das ist Wahnsinn, was da alles ausfällt. Westbrook, Brown ist jetzt nicht so schlimm, aber hier Health Protocol. Avdija oder wie man ihn ausspricht, der Rookie draußen, Bertans draußen, Moritz Wagner draußen, Ish Smith draußen, Thomas Bryant hat sich ja leider einen Kreuzbandriss im Knie zugezogen und Rui Hachimura, der auch eine richtig gute Stütze des Spiels ist draußen.
Washington, es wurden schon diverse Spiele abgebrochen, also da muss man dann mal schauen, wer spielt. Jetzt geht es gegen die Spurs, die sind nicht so dezimiert, haben bisher, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine gute Saison gespielt. Daheim läuft es nicht ganz so, 2 Siege, 5 Niederlagen daheim und bei den Wizards hängt halt alles von Bradley Beal ab, aber der dürfte allein auch da nicht für einen Sieg sorgen, von daher denke ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wer bei den Wizards großartig die Punkte machen soll. Wir haben es gerade gesehen, weil alles draußen ist. Das heißt, du brauchst eigentlich, um gegen die Spurs zu gewinnen, eine 40-Punkte-Vorstellung von Beal. Und da muss noch einer oder zwei aus der zweiten, dritten Reihe groß auftrumpfen. Das sehe ich nicht. Ich würde aber auch nicht bei den Spurs auf Handicaps gehen, sondern dann eher überlegen, reicht mir diese 1-4er-Quote? Oder kann ich das vielleicht sogar irgendwie kombinieren? Mehr sehe ich hier ehrlich gesagt nicht. Und beim letzten Spiel, wie sieht es da aus? Da haben wir die Portland Trail Blazers gegen die New York Knicks. Und die New York Knicks stehen besser da als erwartet. Sie haben mit Julius Randle wirklich einen Spieler, der ja seine 20 Millionen im Jahr verdient, also offensichtlich schon nicht so schlecht sein kann, aber auch tolles Stats hinlegt, 22 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists. Das sind Statistiken, die man nicht von ihm, glaube ich, hätte erwarten können. Aber er läuft und läuft und läuft und passt sehr gut ins System von Tom Thibodeau, der auch mit den jungen Spielern, glaube ich, die richtige Balance zwischen Spielanteilen und vor allem Einsatz hat. Also es ist, Quickly ist ganz cool, dann, jetzt fallen mir wie immer dann die Namen nicht ein, aber hier, ihr wisst, Barrett, glaube ich, spielt konstanter als letztes Jahr. Robinson spielt richtig gut mit. Also das ist ein Team ohne den großen Namen, aber sie haben wirklich Chancen, unter Tom Thibodeau in die Playoffs zu kommen, während Playoffs für Portland definitiv schon gebucht sein muss. Lillard spielt wieder mit 28 Punkten, 7 Assists, toll. Sie haben Enes Kanter zurückgeholt, hat er schon mal in Portland gespielt, bei Boston hat er in den Playoff gar keinen Einsatz mehr gehabt und jetzt hat er wieder so seine 20 Minuten bei Portland, bringt er seine 10 Punkte, 9 Rebounds, Carmelo Anthony recht gut, Covington passt gut ins Team. Das Einzige, was ich bei Portland tatsächlich nicht verstehe, warum können die keine Defense spielen und hier muss man sich auch fragen, warum haben die nur eine 1-6er-Quote gegen die Kollegen aus New York. McCollum wird halt noch ausfallen, klar, aber auch Trent Jr., die Spieler sind eigentlich gut genug und wenn jetzt nicht hier irgendwas bekannt ist, dass irgendwelche Leute nicht ausfallen, würde ich einfach blind diese 1-6er-Quote spielen. Minus 3 auf der 1-8-7 kann man auch machen. Also da sehe ich Portland deutlich im Vorteil, weil sie daheim spielen. Und ich sehe nicht, wie New York, die in der Defensive in den letzten Wochen überzeugt haben, Lillard und Co. halten können. Portland wird auch nicht gut verteidigen gegen New York, aber in der Offensive das Glück finden. Dementsprechend, meine Lieben, sind wir jetzt nochmal kurz bei der Zusammenfassung aller Spiele. Wir sagen, dass die Toronto Raptors heute bei den Indiana Pacers gewinnen, aber das kann man sich dann ganz nochmal absichern, plus 2 für die Line. Die Clippers werden wahrscheinlich gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder, trotzdem würde ich hier das plus 13 auf Oklahoma präferieren. Dann geht es weiter mit den Boston Celtics gegen die Cleveland Cavaliers. Auch hier würde ich sagen, Cavaliers plus 9. Charlotte Hornets bei den Orlando Magic wird eher der Coinflip, deshalb keine Tendenz hierzu. Memphis Grizzlies gegen die Sacramento Kings aufgrund von Corona-Geschichten verschoben worden. Die Milwaukee Bucks werden die sich rächen für die 2 letzten Niederlagen gegen Brooklyn und LA und werden die Hawks zerstören. Minus 7 kann man hier gut machen. Spurs reiner Sieg für die 1-4-5. Vielleicht sogar in Kombination mit dem reinen Sieg von den Portland Trailblazers, die ich ja auch deutlich vorne sehe. Nochmal ganz am Ende gesagt, wer jetzt nur die letzte Minute anschaut, ich würde jetzt tatsächlich kein Geld drauf setzen, bis ich
kurz vor Spielbeginn überhaupt weiß, wer spielt. Dafür passiert zu viel in der NBA, zu viele Ausfälle. Und man sollte vielleicht einfach diesen wundervollen Sport genießen. Danke, dass ihr 25 Minuten hier zugeschaut habt, zugehört habt, was auch immer. Lasst doch kurz einen Daumen da, darüber freue ich mich auch am meisten. Und dann sehen wir uns zum nächsten NBA-Video wieder nächsten Sonntag oder in der Fußball-Bundesliga wieder am Donnerstag, denke ich. Bis dann und ciao, ciao. Oddspedia.